Crystal ist eine der gefährlichsten Drogen, die es gibt. Sie macht blitzschnell abhängig. Und hier kann man sich den zerstörerischen Stoff besorgen, gleich hinter der Grenze auf den unzähligen Straßenmärkten in Tschechien. Einfache Bretterbuden mit Zigaretten, Schnaps und billiger Kleidung. Doch den eigentlichen Umsatz machen die Händler hier mit ihrem Angebot unter der Ladentheke. Mit Crystal. Das Gramm für etwa 40 Euro. Die Droge holen sich die Abhängigen aus Deutschland meist selbst. Es ist so einfach, wie ein paar Schuhe zu kaufen, sagen Insider. Zoll und Polizei in Sachsen und Bayern sind alarmiert. Wir begleiten die sogenannte Operation Speedway, eine Großrazzia an der deutsch-tschechischen Grenze. Alltag für die Beamten Jörg Heller und Christian Zagermann. Sprunghaft ist der Schmuggel angestiegen, um über 160%. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Die Suche nach der Droge, eine knifflige Aufgabe für die Fahnder. Die Verstecke werden natürlich immer raffinierter. Und wenn man mal bedenkt, gerade bei Betäubungsmitteln handelt es sich ja wirklich um nur kleine Dinge, die wir halt finden. Und die können natürlich in jeglichen kleinen Hohlräumen dann halt auch entsprechend versteckt werden. Das Hauptzollamt in Dresden. Hier lagern die Crystal-Aufgriffe in unzähligen kleinen Mengen. In den Umschlägen die fast harmlos wirkenden Kristalle. Doch das synthetische Crystal ist hochgiftig. Es wird zerkleinert und geschnupft, manchmal sogar gespritzt. Das Kokain der Armen, wie man es nennt, hat einen reißenden Absatz. Als die Crystal-Aktion losging, waren die Kristalle so klein. Das hier, diesen großen Brocken, ist wirklich ein Zeichen dafür, dass die Drogenküchen im Akkord arbeiten. Ja, die Nachfrage ist eben da und da geht das Zeug dann wirklich auch so raus. Es ist die momentan gefährlichste Droge, die wir in Deutschland haben. In Einrichtungen wie dieser Drogenklinik im sächsischen Wermsdorf werden die Patienten erst mal 3 Wochen entgiftet, bevor sie dann für 6 Monate in die Drogenrehabilitation kommen. Ich treffe Chefarzt Dr. Abi Josef. Crystal sagt, er sei längst nicht mehr nur eine Partydroge, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Abhängigen, Schüler, Handwerker, Rechtsanwälte, alle Berufe und jedes Alter. Konrad nahm schon mit 12 Drogen, mit 18 kam er zu Crystal. Es hemmt den Appetit, man schläft nicht, fühlt sich stark, wird aber auch aggressiv. Nach 7 Jahren versucht er nun, von dem Teufelszeug wegzukommen. Ich will das halt einfach nicht mehr. No. Ich habe bloß Angst davor, wenn man halt wieder in eine Situation kommt oder wenn man halt Stress hat oder Probleme hat, dass man dann sich wieder darin flüchtet. Weil in dem Moment, wo man das genommen hat, ist erstmal sowas alles von ihm weggefallen. Oder es war so, als ob die Probleme dann ja nicht da sind. So flüchtet man sich halt auch irgendwie in eine kleine Traumwelt und hofft, das irgendwie alles mal zu vergessen, auch was in der Kindheit war oder so. Aber die Wirkung bleibt leider aus. Die Sucht nach den kurzen Momenten des Kicks. Crystal greift die Nervenzellen an und zerstört das Gehirn. Es führt zu Halluzinationen, Psychosen, zur Schizophrenie, unaufhaltsam. Jedes Jahr kommen immer mehr Notfallpatienten in die Drogenklinik nach Wermsdorf. Es erschreckt mich, vor allem wenn ich nach Amerika schaue. Die haben so eine Welle auch durchgehabt. Crystal Meth ist ja eigentlich die gleiche Substanz. Und das hat, glaube ich, eine ganze Generation dort vernichtet. Und wenn wir sehen, dass innerhalb von einigen Jahren, also jedes Jahr ein Drittel mehr als im Vorjahr, also das sind erschreckende Zahlen, also da muss man sich eigentlich auf alles vorbereiten. Nach der Reha im November will Konrad zur Familie seiner Schwester ziehen. Bloß weg von seinem alten Umfeld mit den falschen Freunden. Der Weg zurück in ein normales Leben ist schwer. Viele werden rückfällig und kehren immer wieder hierher zurück, in die Drogenklinik.